Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit dem Thema Python-Pakete basteln und bündeln. Python predates, wie man im Englischen so schon sagt. Python ist älter als die meisten Mittel, Wege und Möglichkeiten, wie wir heutzutage Python-Pakete packen, online bereitstellen und installieren können. Entsprechend gab es auch eben einen langen Weg der Vereinheitlichung, wo die Leute überlegt haben, die vor PIP schon Pakete gebündelt haben. Wie kann man das anders machen, wie kann man das besser machen, wie kann man das vereinheitlichen, wie kann man das klarer machen und so weiter und so fort. All diese Entwicklungen sind über viele Jahre betrieben worden und haben Früchte getragen, aber der Prozess ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Es gibt durchaus knallharte Empfehlungen, die man aussprechen kann, wie Python-Pakete heutzutage gebaut und gebastelt werden sollten, aber man sollte auch sein Ohr eng an der Python-Community halten, um zu sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Vieles von dem, was heute empfohlen würde, ist gekommen, um zu bleiben. An manchen Stellen wird über die nächsten Jahre vermutlich noch einiges nachpoliert. Aber egal, springen wir erstmal rein in die Materie. Also, ich habe hier ein Paket. Ich habe es Kodima genannt. Und es weist im Groben und Ganzen schon die empfohlene Paketstruktur auf. Was meine ich damit, wenn ich sage, die empfohlene Paketstruktur? Nun, Python selber spricht entsprechende Empfehlungen aus. Da gibt es hier packaging.python.org, ja, python.org, also von der endorsed von der Python Foundation, gibt es hier eine Empfehlung, wie man Pakete bauen kann mit verschiedenen weiterführenden Links in bestimmte Details hinein. Hier zum Beispiel Classifiers. Das ist wichtig, wenn man dann später bei Python Package Index, wo Pakete eingetragen werden, damit sie mit pip-installer aus dem Internet installiert werden kann, werden hier bestimmte Metainformationen mitgeliefert, die dann bei PyPy online auch angezeigt werden. Was nehmen wir da? Nehmen wir mal hier zum Beispiel NumPy. Nee. Ach hier, so, NumPy. Ach, da, Project NumPy. Deswegen, /project/NumPy. Hier zum Beispiel Meta, ne? License, BSD, Author, Maintainer, Requires Python greater equal 3.8. Und dann gibt es hier noch ein paar mehr Classifier. Steht hier, das C ist mit dabei, Python ist mit dabei, Python 3, Python 3 only, 3.8, 3.9, 3.10, Python Implementation C, Python und so weiter. Das sind diese sogenannten Classifier. Hier haben sie drei beispielhaft vorgeführt und gesagt, okay, klingt doch mal hier unten drauf. Hier findet ihr alle typischen und bekannten Classifier, die ihr an der Stelle in euren Mix mit reinwerfen könntet. Können ja mal hier Steuerung F, Language, Natural Language, nee, Programming Language. So, hier zum Beispiel APL, ASP, ADA, Assembly, AVK, Basic, C, C Sharp. Geht man hier weiter runter, dann kommt auch irgendwann Python, Python 2, Python 2 only, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 3.2, 3.6, 3.9, 3.11 in Vorbereitung. Es gibt ja schon Development Versions von Python 3.11 und so weiter und so fort. Kann man sich dann durch diese Liste von Classifiers durchwühlen. Ja, und hier wird eben auch eine Paketstruktur empfohlen und dieser Paketstruktur sehr nahe habe ich mein Kodima-Paket angelegt. Zwei kleine Unterschiede habe ich vorgenommen. Statt dem Ordner Source, wird ja hier der Ordner Source empfohlen, habe ich meinen Ordner Source underscore Py genannt, weil es ja auch sein kann, dass man andere Sources daneben mit dazu packen möchte. Source CPP zum Beispiel. Oder auch TestsPy. Statt nur Tests kann ja sein, dass man eben dann auch, wenn man ein Source CPP hat, auch entsprechende Tests hinzufügen möchte, die spezifisch für den C++-Code da sind. Nur so als Beispiel. Abgesehen davon ist die Kodima-Struktur identisch zu dem, was hier auch vorgestellt wird. So, weitestgehend. Och, wir haben einen Bildordner, der ist neu dazugekommen. Zeige ich euch nachher gleich, wodurch und wie er dazugekommen ist. So, wir haben einen Demo-Ordner, der ist leer. Weil ich das Ganze aber bei GitLab hochladen möchte und ich möchte, dass Git diesen eigentlich leeren Ordner aber
annimmt und mit aufnimmt. Ja, Git ignoriert normalerweise leere Ordner, muss da also etwas rein. Die grundsätzlich im Grunde jede Textdatei, zum Beispiel ignoriere mich.txt wäre so ein Beispiel, dann ist der Ordner nicht mehr leer und Git würde den Ordner mit tracken, würde den mit abspeichern und der würde auch beim Hochpushen online erscheinen. Aber es ist nicht empfohlen, ein ignoriere mich.txt reinzupacken, sondern der etablierte, empfohlene Weg ist, eine leere Datei reinzupacken, die da heißt .gitkeep. Keep heißt behalten, git heißt, ja, also, dass es hier um Git geht. Und der Punkt vorne heißt, dass es auf Linux eine versteckte Datei ist. Wenn ich also in das Ordnersystem reingehe, 2 Sekunden, so hier, Home, Git, Personal Projects, da bin ich jetzt gerade bei mir auf meinem Rechner drin, dann sieht man jetzt hier, was ist das denn? So, dann sieht man jetzt hier, Kodima Map, ich habe mir mal Plotlib runtergeladen und ein bisschen downstripped. So, geht man in Kodima rein und dort unter Demo, dann sagt Linux oder Ubuntu in dem Fall konkret, der Ordner ist leer. Erst wenn ich sage, zeige mir versteckte Dateien an, dann sehe ich, dass da diese Gitkeep drin liegt. So, was ist mit meiner Maus? So. Also der Demo-Ordner ist prinzipiell erstmal leer. In den Demo-Ordner können Skripte rein, die ihr schreibt als Demonstration zur Vorführung, wie euer Paket aufgerufen und verwendet werden kann. Ja, also da kommen Beispiele rein. Das ist ein Beispielordner. Das kann das auch Examples heißen. Ich habe es aber Demo genannt. Dev ist analog zu Demo. Aber hierbei geht es nicht darum, anderen Nutzern zu zeigen, zu demonstrieren, wie euer Paket zu nutzen ist, sondern hier geht es darum, wenn ihr euer Paket selber entwickelt, dass ihr hier vielleicht gerade frisch programmierte Features und Funktionen schnell angucken und checken könnt. Idealerweise am Ende des Tages, wenn eure Entwicklung weit fortgeschritten ist und das Package kurz vor der Veröffentlichung steht, dann muss dieser Dev-Ordner eigentlich wieder leer sein. Ist nur die Idee, dass man hier mal eben schnell ein paar Skripte reinpacken kann, die dann nach hinten hin aufgeteilt werden müssen nach Demonstration, wenn man vorführen möchte, wie ein bestimmtes Feature funktioniert, als Supplement, als Erweiterung einer darüber hinaus noch bestehenden Dokumentation. Ja, wenn man ein Paket anderen anbietet, dann sollte man auch immer eine Dokumentation dabei legen. Und dann kann man eben Teile dieser Dokumentation auch als Demonstration in diesen Demo-Ordner reinlegen. So, also alles, was im Dev drin liegt, sollte über die Zeit aufgeteilt werden auf Demo und auf Tests. Aber eben bis dahin, um mal eben schnell was geprüft zu haben, während man gerade am Entwickeln ist, ist es vielleicht ganz nützlich, ein paar Dev-Dateien in dem Dev-Ordner zu haben. Nun kann man sich streiten, ob das mit in die Git-Ignore rein sollte oder nicht. Ich pushe meine Devs eigentlich gerne immer mit hoch online. Dann gibt es den Docs-Ordner. Ja, Demo, Dev, Docs, bis jetzt alle leer. Hier kommt dann also die Dokumentation rein, die ihr mit Sphinx, MK-Docs oder mit LaTeX und PDF oder Word, in welcher Weise auch immer ihr euer Paket dokumentieren wollt, die Source-Files dafür sollten in diesen Ordner reinkommen. Und dann kommen wir schon zu dem eigentlichen Source-Py-Ordner. Hier kommt jetzt das tatsächliche Paket rein. Ja, also wir haben einmal den übergeordneten Ordner, der heißt Kodima. Und wir haben das eigentliche Python-Paket, Kodima. Ist es wichtig, dass diese beiden Ordner gleich heißen? Die Antwort ist nein. Der Ordner hier drüber, der kann heißen, wie er will. Er könnte hier auch Kodima Repository stehen. Da ich es aber nachher bei GitLab hochlade, also ein Git-Repository ist, ist das irgendwie redundant und überflüssig, das Git-Repository zu nennen. Schreibt doch keiner Auto auf sein Auto. nein, aber also die beiden Ordner können gleich heißen, sie können unterschiedlich heißen, spielt keine Rolle. Das jetzt hier drin, in dem SourcePy, das ist jetzt das eigentliche Python-Paket. Das ist, was nachher auch beim Nutzer wirklich bereitgestellt und installiert wird. Ja? Alles andere drumherum, das sind Metadaten, Zusatzdaten, Daten drumherum, Demonstration, Tests, Development, was noch. Aber was hier in dem Source-Ordner drin ist, dieses Kodima-Package, das ist dann, was beim Pip-Install bei einem Offline in den Package-Listen, in den Package-Ordner dann reinkopiert, reininstalliert, reinsortiert wird. Das ist das eigentliche Python-Package. Und hier ist auch schon eine init.py, die gemäß der Empfehlung vorab erstmal leer ist.
Die muss nicht leer bleiben, aber hier sollte nicht die Hauptimplementation eures Paketes rein. Also man kann das Init auch sehr wohl leer lassen. Es gibt nicht wenig Packages, die da in dem, wo in dem Init wirklich gar nichts drin steht. So, das ist das SourcePy. Und dann kommen wir wieder zu den Tests. Tragischerweise auch leer. In einem anderen Video werden wir dann uns anschauen, wie man Tests organisieren kann, wie man sie in einem weiteren Video, wie man sie automatisieren kann, wie man Linting und andere Checkups betreiben kann. Na, das kommen dann in anderen Folgevideos, nicht unbedingt heute. Also der Ordner, der bleibt dann fürs Erste auch einfach leer. Aber hier können dann die Tests rein, mit dem das eigene Paket gecheckt und getestet wird. Und dann kommen wir schon zu den übrigen Dateien. Das ist einmal die gitignore, die hat das mit dem Python-Paket und dem Python-Packaging an und für sich nichts zu tun. Das ist hier nur Management des Git-Repositories selbst. Ja, irgendwelche Textdateien, die ich hinten nenne, dass die nicht mit hochgepusht werden. Das hier sind all das hier, Egg-Info, Build-Dist, Idea, das ist Zeug, das entsteht, wenn man andere Frameworks auf das eigene Paket anwendet. Zum Beispiel werden wir mit pip-install gleich nachher in ein paar Minuten auch dieses Kodima-Package einmal lokal installieren und dabei wird so eine Egg-Info und ein Build-Ordner entstehen. Aber auch andere Frameworks, die dann dafür da sind, das Package zum Beispiel in den Python-Package-Index einzutragen, wird Ordner erzeugen, nämlich dieses dist zum Beispiel und die Entwicklungsumgebung, die ich benutze, PyCharm, die erzeugt sich dieses .idea. Dann je nachdem, was für ein Framework man benutzt, um seine Dokumentation zu erstellen, Sphinx vielleicht, da können dann eben auch nochmal zusätzliche Ordner entstehen, wie zum Beispiel Underscore Docs. Das ist dann so alles Zeug, das wird generiert aus dem heraus, was in dem Git Repository ja schon drin ist. Und das muss da nicht mit hochgepusht werden. Und das möchte ich dann auch nicht, dass es mit hochgepusht wird und soll von Git also ignoriert werden. PyCache, also alles, was Python sich kompiliert, so Skripte, die importiert werden, die werden gecached, werden kompiliert in sogenannten Python Bytecode. Auch das ist wieder etwas, was generiert wird, das nicht von mir erstellt ist und das sowieso immer wieder entsteht, wenn man das Paket runtergeklont hat und einmal ausführt. Das muss Git nicht tracken, das muss Git nicht mit hochladen, soll es auch nicht. Dieses PyC hier im Übrigen, das ist ganz nah an dem PyCache dran. Das sind dann nämlich diese Bytecode-Dateien, die in dem PyCache erzeugt werden. Wer NumPy benutzt, wie ich sehr häufig, und dann Arrays rausdumpt, rausspeichert, die werden dann auch als Binärdateien rausgespeichert in dem sogenannten .mpy-Format. Das sind dann also auch wieder generierte Dateien, die als Abprodukt, als Nebenprodukt entstehen, weil ein auf NumPy beruhendes Paket arbeitet. Das muss nicht gegittet werden. Das muss nicht, muss nicht einer Versionskontrolle unterzogen sein. Das war die gitignore License. Ich habe wie eh und je die GNU V3 mir ausgesucht. Additional Notes. Normalerweise sieht es die GNU V3 vor, dass dieser Block hier unter jeden Source Code drunter kopiert wird als Kommentar. Das ist mir zu mühselig. Ist auch streng genommen nicht notwendig, wenn eben alles in einem Git Repository zusammengehalten wird. Aber um hier meinen Willen noch einmal formuliert und ausgedrückt zu haben, explizit gemacht zu haben, explizit ausgedrückt zu haben, habe ich hier also in diese Additional Notes mit reingeschrieben, dass jedes File, auch wenn es diesen aus diesem Repository, auch wenn es diesen Block nicht als Kommentar drunter zu stehen hat, trotzdem der GNU GPL V3 Lizenz dieses Git Repositories unterliegt. Und hier hätte ich mal, ach jemine, muss ich den Namen noch ändern? Also Kodima, in this Git Repo Kodima, ja. Genau. Alternative License for Better Commercial User Negotiable. Natürlich, wie immer. Jetzt vielleicht nicht hier, ich habe einfach diese Additional Notes von woanders her kopiert. Können wir so lassen. Und jetzt kommen wir dann schon zu den, achso, dann ist hier noch, ich überspringe mal kurz diese TOML-Datei, dazu kommen wir gleich. Die README-Datei. Hier könnt ihr dann also eine Datei, die sowohl der Python Package Index als auch GitLab oder GitHub als Front-Text, man euer Git-Repository öffnet oder im Python-Package-Index nach eurem Paket sucht, ist das der Front-Text, der Einladungstext, der zentral angezeigt wird. Und hier kann man dann also sein Paket erklären, vielleicht auch was zu der Lizenz sagen oder was auch immer, die ersten Worte, die man an einem potenziellen Nutzer seines Paketes richten mag.
kann auch schon Teil der Dokumentation sein, wie auch immer, wie ihr das wollt. Ihr könnt in die README reinschreiben, was ihr wollt. Das ist rein beschreibender Text von Menschen für Menschen. Dann die Requirements.txt. Hier könnt ihr reinschreiben, was das installierte Paket, also wenn euer Paket installiert ist, was es für Abhängigkeiten hat, was es braucht, um zu funktionieren. Nun, das Paket, wie es ist, wird keine von diesen Abhängigkeiten wirklich benötigen, aber ich wollte die Requirements nicht leer lassen. Also habe ich einfach mal die drei zentralen Pakete des SciPy-Stacks hier in die Requirements reingeschrieben. Das heißt, wenn jemand versucht, dieses Paket zu installieren, dann würden diese Pakete automatisch gleich von pip mit nachinstalliert werden. Das heißt also, pip würde zunächst NumPy, dann SciPy, dann Matplotlib und am Ende dann euer eigenes Paket nacheinander installieren. Und damit bleiben jetzt nur noch zwei Dateien übrig, die setup.cfg und die pyproject.toml. Und hier kommen wir jetzt an den Punkt, wo ich sage, hier wird eben noch viel geschliffen, poliert und gefeilt. Es gibt auch andere Pakete, die keine setup.cfg, sondern eine setup.py haben. Es geht beides. Es geht sogar ein Misch aus beidem. Die CFG ist die statische Option. Es ist relativ neu, dass man das nur und ausschließlich mit der setup.cfg machen kann. Früher war die setup.py obligatorisch, heute ist sie optional. Also die setup.cfg ist statisch, die setup.py ist dynamisch. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber präferiert und empfohlen wird, wenn man es damit regeln kann, dass man sich allein nicht auf die setup.cfg verlässt. So, in der setup.cfg stehen jetzt ein paar Dinge drin. Zum Beispiel diese Metadaten, wieder hier mit diesen Classifiern. Wir hatten es ja eben gerade online auch als Beispiel gehabt. Hier ist es jetzt für das Kodima-Package. Ja, jetzt steht hier also was der Name des Packages, Version, Author, Author Mail, eine Short Description und die Long Description. Die Long Description sagt, es ist ein File und weist auf die README-MD, die wir ja hier auch schon hatten, am Wickel hatten, setup.cfg, und sagt, dass der Content Type ist Markdown. So, dann gibt es eine URL, da kommt dann später der GitLab-Path rein, dann gibt es Project-URLs und es noch andere weiterführende Links gibt, zum Beispiel auf eine Dokumentation, auf eure Homepage, auf euren YouTube-Kanal, weiß der Teufel. Ich werde dieses Paket übrigens nicht beim Python Package Index hochladen, nur bei GitLab. Dieses Video dreht sich auch primär darum, wie paketiert man Python und nicht wie veröffentlicht man Python. Das können wir vielleicht in einem anderen Video auch nochmal ansprechen. Aber das ist hier nicht heute nicht das Thema. Und das Classifier habe ich mir ausgesucht, Python 3, Python 3.10 als Lizenz GNU GPL V3 und Operating System unabhängig. So, das ist die Metadata. Und abschließend noch die Options. Package Directory ist source.py. Genau, man muss nämlich sagen, wo liegt jetzt also eigentlich das Paket relativ zum Repository Parent? Also der Repository Parent, der Parent Folder, ist hier der äußere Kodima Folder. Und hier drin gibt es also das source.py. Und ich sage hier in dem source.py, dort ist das Paket oder sind die zu installierenden Pakete. Und welche sind das? Na, das eine, das Kodima heißt, also jenes hier. Und dann sage ich noch, das erfordert Python 3.10. Das ist die Setup-CFG und am Ende kommt das PyProject-Toml. Das PyProject-Toml, da kommt gar nicht so viel rein. Hier wird jetzt gesagt, was für ein Build-Backend man verwendet. Es gibt verschiedene. Aber in den allermeisten Fällen, also wer andere Backends braucht, der weiß das schon. Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, dann wollt ihr wahrscheinlich Setup-Tools Build-Meta haben. So, das ist dann, also das Tool, das dafür zuständig ist, das Python-Paket schlussendlich für euch zu installieren, also die eigentliche Installation automatisiert durchzuführen. Also wenn ihr mit pip-install Pakete installiert, das ist dann auch nicht pip als solches das installiert, sondern es ist meistens Setup-Tools, das von pip-install aufgerufen wird, weil in dem PyProject-Toml drin steht, dass es Setup-Tools sein soll. Und requires. Jetzt hatten wir eben gerade schon das, in der Setup-CFG nicht, sondern in den Requirements. Wir hatten jetzt in den Requirements ja schon gesagt, dass es da drei Pakete gibt, die das Paket braucht, um ausgeführt zu werden. Jetzt steht hier in der PyProject-Toml auch nochmal ein requires.
Also ein anderes Requires. Das Requirements.txt ist, was das Paket, das installierte Paket später alles brauchen wird. Das Requires im PyProject-Toml sagt, welche Pakete notwendig sein werden während der Installation. Ja, nicht, was ich brauche, nachdem die Installation abgeschlossen ist, sondern was ich brauche, um die Installation überhaupt als solche durchführen zu können. Typischerweise dann eben auch wieder Setup-Tools, das Python-Wheels. Und nun kann es ja sein, dass ihr vielleicht mit Zeiten ein bisschen C-Code angebunden habt. Dann wollt ihr vielleicht Zeiten haben oder ihr wollt PyBind, achso, ja, PyBind 11 haben oder ihr wollt andere Dinge haben. Aber für ein reines Python-Paket ist das hier vermutlich der minimale Setup, den ihr braucht und den ihr euch wünscht. Und damit sind wir jetzt durch alle Dateien einmal durchgegangen. Und damit haben wir die grobe äußere Struktur des Python-Pakets einmal kurz umrissen. Ja, also die meisten von diesen Ordner hier, die sind alle optional. Demo, Dev, Docs und TestPy sind im Grunde optional. Was wirklich zwingend erforderlich ist, ist eben ein Source-Ordner. Und dass ihr in der Setup-CFG erkenntlich macht, was der Source-Ordner ist. In meinem Fall also SourcePy. Und da kommt dann euer Paket rein. Von dem wir schon gesehen haben, es hat eine Init-Datei, die ist leer. Dann lasst uns doch mal dieses Paket ein bisschen befüllen. Ich hatte jetzt vor kurzem zwei Videos rausgehauen. Einerseits, wie man sich Timing, man hier Performance-Zeitmessung in Python komfortabel machen kann. Und ein weiteres Video, wie man durch dynamische Programmierung das Pascalsche Dreieck berechnen lassen kann. Nehmen wir doch einfach diese, dann nehmen wir uns doch einfach genau diese Codes mit hier in dieses Paket rein. Warum? Weil wir es können. Und ich habe das hier auch schon so ein bisschen vorbereitet. Das heißt, ich habe die von einem anderen Bildschirm gerade die Source-Files von diesen beiden Projekten offen. Also wir haben jetzt hier einmal, ich werde jetzt den Code nicht durchgehen, dafür sind ja die anderen beiden Videos da. Aber hier gibt es im Herzen also diese Binom-Funktion, n über k, die die Einträge des Pascalschen Dreiecks berechnet und dabei sich selbst effizient macht, mit Hilfe von dynamischer Programmierung, genauer mit sogenannter Memorization. Das ist Pascal und dann können wir noch dazu als nächstes das Timer, ein Timer-Paket. So, hier ist der Skript für eine Timer-Klasse, mit der man Performance-Zeitmessungen von anderen Python-Skripten durchführen kann. So, zusammen mit der Propriety OS Copy Simulation. So, Pascal und Timer sind jetzt beide in dem Paket drin. Im Großen und Ganzen ist das Paket jetzt damit eigentlich fertig. Also, ich habe jetzt ein Paket, Codeema Package oder Codeema, und dieses kennt zwei Subpakete, Pascal und Timer, und oder Submodule Pascal und Timer, und daraus kann man sich jetzt entsprechende Funktionen importieren. Das möchte ich noch einmal ganz kurz vorführen. Haben wir also noch einen Code. Und da geben wir jetzt, also entweder in Dev oder Demo. Ich würde jetzt vorschlagen, als erstes mal in Dev. So. Nennen wir es First Call. Und da packen wir folgenden Code rein. Ja. Von Codeema.pascal importieren wir die Binom-Funktion. In einer Main-Funktion rufen wir sie auf. Zum Beispiel, wir möchten den Wert haben von 7 über 4 oder 7 wählt 4. Und das mal ausprinten, und diese Main-Funktion wird hier, ifNameMain, wird einmal aufgerufen. Wenn ich jetzt dieses Skript ausführe, wumms, no module named Codeema, funktioniert es nicht. Wird ja hier auch vom PyCharm auch schon rot unterstrichen. Jetzt möchte ich euch zwei Dinge zeigen. Erstens, was ihr spezifisch, wenn ihr PyCharm benutzt, was ihr im PyCharm tun könnt. Und danach möchte ich euch eine Alternative aufzeigen, die über PyCharm hinausgeht, also die auch mit Visual Studio Code, Kate, Vim, Emacs, Notepad++, Notepad, mit irgendeinem beliebigen Texteditor oder einer Entwicklungsumgebung funktioniert, wie ihr dieses Paket bei euch mit Pip lokal, nicht aus dem Internet, sondern lokal installieren könnt. So, aber erstmal die PyCharm-spezifische Lösung. Dazu gehen wir hier oben rechts in Settings rein. Das ist so ungefähr das ist dann das Ausgangsfenster, das ihr seht.
Da steht hier Project Doppelpunkt und dann das Ausgangsprojekt. Bei mir ist das Ausgangsprojekt das Videoprojekt. Und da findet ihr dann hier Python Interpreter Dependencies Structure. Und wir gehen in Project Structure rein. Suchen wir hier das Paket raus, das Kodima-Paket. Dann sehe ich jetzt hier nochmal den Tree, also die Auflistung aller Ordner, aus denen das Paket besteht. Unter anderem der .idea-Ordner, der von der Gitignore aus dem Git-Repository raus ignoriert und rausgehalten wird, den PyCharm sich erstellt. Und dann gibt es hier den Source-Ordner. Und hier ist das Paket Kodima. Wenn wir jetzt wollen, dass lokal aus diesem Projekt heraus das Paket Kodima nicht unbekannt ist, dann müssen wir nicht das Kodima-Paket selber, sondern den Parent-Folder, den Ordner, in dem das Paket liegt, zum Source-Ordner erklären. Ne? Hier oben über Sources, wir klicken den Ordner an, klicken hier auf Sources und dann erscheint hier auch rechts blau Source Folders, Source Py. Drücken wir Apply, OK. Und wenn ich jetzt sage, hier erst die roten Linien hier sind verschwunden und wenn ich jetzt sage, ausführen, zack, da ist die 35, also 7 über 4 ergibt 35. Hat das jetzt funktioniert? Das ist jetzt also ausgeführt worden, weil PyCharm wusste jetzt, was es mit dem Namen Kodima anzufangen hat. Das gilt aber nur aus dem Projekt heraus. Wenn ich jetzt hier aus irgendeinem anderen Projekt heraus wollte von Kodima importieren, das klappt nicht. Das ist jetzt nur hier eine Development, eine Entwicklungslösung innerhalb von PyCharm. So, und um mich die Alternative vorzuführen, möchte ich das kurz rückgängig machen. Also wir gehen wieder auf Kodima. Und xen hier einfach den Source Folder aus, apply. Wenn ich jetzt wieder for First Call ausführe, zack, no module named Kodima. Und damit kommen wir jetzt abschließend also zu pip install. Wir können uns vorarbeiten, ich muss sagen, das brauchen wir gar nicht, können direkt von hier pyenv shell 3.10.0. Ja, wenn ihr pyenv nicht habt, dann wird das für euch nicht funktionieren. Ich sage jetzt nur, oder ich zeige euch das vielleicht vorab mal kurz, unter Ubuntu ist ja der Standardsystem Interpreter für Python, Python 2.7. Und wer Python 3 haben wollte, der müsste auch eingeben Python 3 und dann kommt da hier Python 3.6.9. Um Gottes Willen ist das alt. Ich habe pyenv, ist ein Programm, das hilft, Python-Interpreter zu organisieren und zu managen und habe mir hier install minus list und da tausende von möglichen Optionen. Ihr seht hier PyPy, Miniconda, MicroPython, Anaconda, Jython, GraalPython und so weiter. Und dann kommen wir hier zu den ganzen normalen Python-Standard-Interpretern. Ich habe die 3.0.10 bei mir installiert. Kann man dann hier auch sehen. Pyenv shell tab tab. Und jetzt sehe ich 3.10.0, 3.6.8, 3.9.1, 3.9.4, 3.9.7. Ist alles, was ich bei mir so installiert habe. Arbeiten einfach mit PyShell 3.10. Und wenn ich jetzt hier Python eingebe, dann steht da nämlich auch hier Python 3.10. Ist also pyenv hat den Python-Befehl umgelegt. Allerdings nicht nur den Python-Befehl, sondern auch den pip-Befehl. Jetzt ist pip diejenige korrekte Version, die zu Python 3.10.0 gehört und nicht mehr zu Python 2.7 oder Python 3.6.9. So, und dann kann ich jetzt nämlich sagen, pip install, das kennt man ja schon, ich, zum Beispiel pip install numpy, wird jetzt nicht viel passieren, weil ich das schon installiert habe. Da geht pip ins Internet auf den Python Package Index und guckt nach, was für Paket, ob hinter dem Namen, in dem Fall NumPy zum Beispiel, ein Paket hinterliegt. Und dann kann ich auch pip install Kodima und dann steht dann da, no matching distribution found for Kodima. Oh, es gibt ein Kodima-Paket. Ah, witzig. Das ist aber nicht von mir. Keine Ahnung, was es macht. Und für Python 3.10 ist es offensichtlich auch nicht. Oh, oder? Ja, ich weiß nicht. Also entweder gibt es ein Kodima-Paket oder auch nicht. Weiß ich nicht. Der Punkt ist, er konnte es nicht installieren, weil mindestens also für Python 3.10, da hat er nichts gefunden. Wie dem auch sei. Nein, aber was ich machen kann, ich kann jetzt hier sagen pip install und jetzt gebe ich den Pfad an, wo das liegt, relativ zu wo ich gerade bin. Also in dem Fall git personal projects Kodima. Aber ich sage vorher pip install minus e, das heißt editable, editierbar. Und dann wird jetzt mein Paket sozusagen lokal installiert. Jetzt ist das Paket lokal installiert.
Ich kann jetzt hier das First Call wieder ausführen und zack, da steht 35 und das obwohl mein Source Folder nicht und das obwohl mein Source Folder nicht als Source Folder im PyCharm deklariert war. Hier haben wir übrigens diese .egg-info-Datei, die ich ja hier in gitignore auch habe gesagt, ignoriere die mal. Die ist jetzt entstanden durch dieses pip-install-e. Was macht jetzt dieses pip-install-e eigentlich noch? Ich hätte im Übrigen auch ohne das minus e arbeiten können. Ich hätte das minus e einfach weglassen können. Was wäre dann passiert? Dann wäre Folgendes passiert. Wir öffnen uns nochmal einen Ordner. Ja, hier, genau. Und dann brauchen wir alle versteckten Files. Und hier ist irgendwo mein PyEnv. Liegt dann bei euch woanders. Versions 3.10. Lib, glaube ich. 3.10. Und ist dann jetzt hier irgendwo Site Packages. Und dann können wir jetzt hier runter scrollen. Ja, hier sind alle Pakete drin, die über pip install installiert worden sind. Und hier sehen wir Kodima Package Egg Link. Und in diesem Egg Link steht drin, nicht? Git Personal Projects Kodima Source Py. Da steht drin, wo das Package sich tatsächlich befindet. Also jetzt ist nicht von PyCharm aus, sondern global für Python 3.10 aus deklariert, dass das ein Source Folder ist. Und wir können auch hier im Übrigen reingehen. Pip List. Da werden alle Pakete aufgezählt, die installiert sind. Und siehe da, Kodima Package 001. Und dann steht hier sogar noch der Pfad, ne? Editable Project Location, steht also der Pfad, wo die Source Files tatsächlich eigentlich liegen. Weil sie ja nicht normalerweise da, wo der Link liegt, dort würden die Files ja direkt reinkopiert werden, wenn ich einfach nur pip install gesagt hätte. Aber durch dieses minus e werden die Dateien eben nicht da rein kopiert, sondern es wird nur ein Link da reingesetzt, damit ich hier in meiner Entwicklungsumgebung weiter an dem Paket arbeiten kann. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel in Pascal reingehen und dann sagen wir mal hier so, hello Kodima Community, eine Funktion, die eine String zurückgibt. So, hello Community and thanks for subscribing. Das heißt, abonnieren. So, und dann kann ich nämlich hier wieder meinen First Call zurückgehen, den ich gerade aus Versehen geschlossen habe. Kann ich meinen First Call zurückgeben und sagen, ich möchte, wie heißt die Funktion da? PyCharm ist gerade ein bisschen verwirrt durch das Installieren von außen. Beim nächsten Start kriegt sich PyCharm wieder ein. So, hello Kodima Community. Und dann können wir jetzt hier unten auch reinschreiben. Print hello Kodima Community und sagen run. Und dann steht da hello Community and thanks for subscribing. Das heißt abonnieren. So. Das ist für dieses Video erst einmal alles, was ich euch gerne vorführen und zeigen wollte, wie so eine Python-Paketstruktur aussehen kann. Das werde ich jetzt alles bei GitLab hochladen. Ihr werdet den Link unten in der Beschreibung finden und wie ihr es lokal bei euch installieren könnt, um an dem Paket weiterentwickeln und arbeiten zu können. Wie bereits erwähnt, das ist der Auftakt einer Serie. Wir gucken uns das weiter an. Also, ja, wie organisiere ich Tests für den Code? Wie organisiere ich Linting? Das ist so die Struktur der Source-Files, den empfohlenen Anforderungen der Python-Community entspricht. Wie kann ich Linting und Tests automatisiert durch GitLab enforcen. Auch da werden wir uns in einem späteren Video mal reinschauen. Wie man also beim Git pushen Tests und Linting automatisieren kann. Und wird sicherlich auch ein Folgevideo geben, wie man ein Paket wie dieses beim Python Package Index hochladen kann.
Dann habt vielen Dank, wenn euch gefällt, was ihr hier gesehen habt. Dann denkt doch über ein Abonnement nach, also eine Subscription. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao.